Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Haul für dich und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich weiß, in letzter Zeit kommen ganz schön viele Hauls hier online, ne? Aber es hat sich halt in der Zeit, wo ich hier keine Videos hochladen konnte, einiges angesammelt. Und zum einen hatte ich dann ja schon Videos vorgedreht in der Zeit und dann, ja, sind die langsam online gekommen und, ich habe halt auch coole Aktionen gefunden und Limited Editions. Und jetzt starte ich einfach mal mit Colourpop. Colourpop ist ein schöner Online-Shop, wo man tolle Sachen findet, die auch wirklich eine schöne Qualität haben, finde ich. Und man muss Zoll zahlen. Also das heißt, wenn man die Produkte kauft, im Warenkorb hat, bezahlt man noch nichts. Aber wenn die dann zu einem geliefert werden, zahlst du ungefähr 19% nochmal nach und 6 Euro Bearbeitungsgebühr bei der Post. Und das bezahlst du direkt an den Briefträger. Jedenfalls ist es bei uns so der Fall. Und ich habe mir da 3 Schätzeleins bestellt. Und ich würde euch empfehlen, da entweder zuzuschlagen, wenn generell gerade ein Sale ist oder versandkostenfrei oder sonst irgendeine Rabattaktion oder so, weil ansonsten rechnet sich das dann vielleicht nicht ganz so sehr, weil die Qualität ist schon gut, aber sie ist jetzt nicht überragend. Zum Beispiel das hier ist einfach nur süß, das musste einfach mit. Birthday Cake Overnight Lip Mask, es gibt so eine wunderschöne Limited Edition mit Alice im Wunderland. Und ich fand auch das, was da so drauf ist, so außen drumherum, total schön. Auch wenn das tatsächlich dann ja irgendwann im Müll landen wird. Aber ich fand auch das Produkt wirklich schön. Das kann ich mir dann ans Bett stellen. Who are you? Und ja, genau, das ist der Pilz, ne? Und das sieht man ganz offensichtlich, Claudi. Und das ist halt hier eine Lippenmaske, ein Pöttchen, was ein bisschen nach Vanille riecht, ne? Das ist einfach süß, komm. Ja, das ist einfach süß, komm, sagte sie, schaute über ihren Tisch und musste einfach lächeln, weil sie sich denkt, alter Schwede, das sind quasi die Ausreden für so vieles hier. Dann habe ich mir auch mitgenommen die Palette, die Alice im Wunderland oder Alice in Wonderland, Lost in Wonderland Pressed Powder Palette. Aber das ist schon süß gestaltet und ich finde auch, dass die Prints da drauf wirklich dem Film auch sehr gerecht werden, jedenfalls dem, den ich aus meiner Kindheit kenne. Und ja, manchmal hat man nämlich das Problem, wenn die Paletten ankommen, dass die so ein bisschen krümeln oder so, weil die Schimmertöne oder Glitzertöne manchmal etwas weich gepresst sind. Aber ich finde die super. Down the Rabbit Hole finde ich als Ton auch großartig. Ich brauche die jetzt nicht alle zu swatchen. Ich werde euch zu jeder der Palette ein Video drehen. Das kommt dann auf Claudis Bunterwelt online. Denn das habe ich mir halt vorgenommen. Hier liegt auch noch einiges neben mir, ne? Dass ich euch dann nach und nach halt die Paletten abschminke. Jetzt heute habe ich es einfach mal vergessen, beziehungsweise mein Staubi war hier oben am Fahren. Dementsprechend wäre das auch einfach soundtechnisch nicht möglich gewesen. Dann habe ich mir aus der Schneewittchen Limited Edition den Magic Mirror mitgenommen. Der musste mit, Leute. So cool. Also die Snow White Limited Edition ist das dann, ja. Und ich denke, der wird jetzt hier auch so dann öfters zu sehen sein, ne? Make a wish and unlock the magic steht hier hinten drauf. Und ich denke, dass das eine Folie ist, die man abmachen kann. Aber ich habe noch nicht herausgefunden, wie. Doch, da. Da kann man knibbeln. Dann hast du halt nicht mehr diesen Spieglein-Spieglein-Menschen da drin, ne? Das ist natürlich ganz witzig, dass das hier so auf der Folie drauf gedruckt war. Aber ich persönlich brauche ja den Spiegel und der ist, wow, ich habe ein bisschen, ja, ich habe heute Drehtag, es hat ein bisschen abgestempelt hier unten. Etwas pink ist das jetzt auch tiefer gerutscht, was zum, egal. Ja, ein Spiegel. Großartig, nicht wahr? Ja, der wird jetzt auch dann hier direkt in meinen Schminktisch kommen. Dann habe ich auch noch die Lidschattenpalette mitgenommen. Ich habe das nämlich bei Ninas Kosmetik gesehen. Die hatte die Vorschau zu den Limited Editions und so weiter gemacht und da war Colourpop mit drin und das war da mit bei und dann hat es mich, ne? Ja, Dreams come true, Träume werden wahr und die Töne da drin sind jetzt nicht alle so super easy tragbar. Also so ein Schimmerrot wüsste ich jetzt auch nicht so unbedingt, wann mir das steht, aber es sieht schon hübsch aus. Ne? Ansonsten habe ich halt eine relativ nudige Palette, wenn ich jetzt das Rot nicht so viel verwende, wo ich den Blauton halt dann auch irgendwo mit integrieren kann. Ich glaube, das ist eine schöne Palette, die man halt auch zu vielen Anlässen tragen kann, wenn man möchte. Und das Schimmerschwarz da drin finde ich auch ganz interessant. Und auch die kommt auf die Seite, wie auch super viele andere, die ihr hier gleich sehen werdet, was ich noch ausprobieren möchte. Ihr habt zum Beispiel auch diese Lidschattenpalette von Cosmic Brushes, die Serenity Palette, schon gesehen. Da habe ich euch einen Look mit geschminkt. Cosmic Brushes wurde ich angefixt von Morbus Black. Die hat dort schon öfters was bestellt und gezeigt und so.
Also wirklich auch Produkte zu einem super günstigen Preis. Da habe ich hier die Serenity Palette, genau. Und die haben auch auf der Instagram-Seite stehen, dass die jetzt auch demnächst wieder in den Restock mit reinkommt. Großartige Palette. Und da habe ich euch einen relativ hellen Look auch mal versucht mit zu schminken, weil auf den ersten Blick, ich blende euch in den Videos von Claudis Bunte Welt auch immer die Swatches mit ein, ne? Auf den ersten Blick erscheinen die Töne auch eher so, dass man denkt, oje, oje, da wird es ein bisschen dunkel. Habe ich relativ hell auch hinbekommen. Kann ich euch wirklich ans Herz legen. Eine ganz tolle Qualität. Und da musste ich auch keinen Zoll drauf zahlen. Also ich weiß nicht, von wo die das versenden. Ob die irgendwo hier in Europa quasi Zwischenläge haben. Es hat auch ein Weilchen gedauert, ne? Aber das war echt toll. Dann habe ich auch Pinselsets bestellt. Ich sehe, ich habe hier tatsächlich nur eins. Das andere habe ich dann schon weggeräumt. Da habe ich nämlich einmal das Turn Up the Beat Pinselset und das Faux Naturel Eyeset. Das Faux Naturel Eyeset habe ich schon weggeräumt. Und hier habe ich das Neon Brush Set Turn Up the Beat. Also ich glaube, dass die Pinsel auch wirklich von Cosmic Brushes so das ja, Ausgangsprodukt oder so sind. Die riechen ein bisschen sehr hoch chemisch, ne? Das heißt, man müsste die halt vorher einmal waschen. Aber mir hat halt einfach dieses Pinselset, könnt ihr auch online nachgucken, habe ich euch auch in der Infobox verlinkt, sehr, sehr gut gefallen. Und hier hast du halt auch so, oh, kennt ihr diese Zauberstäbe von damals? Muss man ein bisschen schütteln, weil sich das oben so ein bisschen gesammelt hat, ne? Oh, richtig cool. Wunderschön, Täschchen mit dabei. Aber das Täschchen wird ja erfahrungsgemäß jetzt nicht unbedingt bei mir bleiben. Ich habe die Pinsel ja in Teeaufbewahrungsgläsern bei mir quasi drin. So, dann kommen wir jetzt als nächstes zu Look Fantastic. Das wollte ich hier mit reinbauen. Ich werde euch dazu auch noch einen Schminky abfilmen, wo ich die Produkte verwende und dann noch weitere Produkte, die ich mir selber gekauft habe, die da vorne noch liegen. Da habe ich euch zum Beispiel auch schon die Yucca-Palette so ein bisschen mal auf Instagram geswatcht. Und ich konnte mir jetzt bei Look Fantastic wieder Produkte aussuchen und ich möchte euch einfach darauf hinweisen, dass ihr aktuell mit Claudi Welt 11% zusätzlich zu dem, was ihr dort spart, sparen könnt. Ich packe euch dazu auch mal einen Link in die Infobox. Da habe ich hier einmal von Bobbi Brown das Sheer Finish Pressed Powder. Eine sehr schöne, hochwertige Verpackung mit so einem Puffelding mit dabei, dann hier das Puder drin. Ist einfach ein Setting-Puder, ne? Ja, müssen wir mal gucken, wie sich das so dann verhält, denn ich habe mir auch dazu weitere Produkte bestellt, zum Beispiel diese Foundation von Bare Minerals, die Original Liquid Mineral Foundation, bin ich sehr gespannt drauf. 30 Milliliter sind hier drin, ich habe die Farbe Fair Ivory 02. Da musste ich online ein bisschen nach Swatches schauen, war nicht so leicht, da den richtigen Match zu finden, also die soll, glaube ich, kühl sein, also auf den ersten Blick sieht die jetzt nicht so kühl aus. Wir gucken uns das einfach mal an, ne? Aber eine ganz witzige Verpackung. Ich habe hier irgendwas... weiß ich nicht. Ich habe irgendwas gegessen. genau, und du drehst es und dann kommt das Ding plopp hoch. Fand ich total witzig, auch von der Verpackung her, ne? Schauen wir uns dann in dem Einsatz an. Übrigens auch, ihr bekommt noch Urban Decay dort. Ich weiß nicht, ich denke, das ist ein Online-Shop aus Großbritannien. Ich denke, dass es das auch noch länger dort geben wird. Aber naja, ich habe jetzt hier einmal das, was ich noch nie hatte, nämlich die Vitamin-C-Variante mit Kaktusblumenwasser. In der kleinen Größe, gibt es natürlich auch in größeren Größen, aber ich habe es einfach mal in der kleinen Größe bestellt. Das können wir uns dann mal ausprobieren, ne? Weil Vitamin C ist jetzt im Sommer 1A, gerade wenn du auch sowieso Lichtschutzfaktor verwendest. Das funktioniert halt super miteinander. Weil sich das, glaube ich, sogar gegenseitig pusht, ne? Dann habe ich ein Setting Spray mitgenommen. Das ist das Prep Set Glow von Iconic London. Ihr wisst, ich arbeite sowieso an meinem Full Face Iconic London. Oh, ich hätte so Bock drauf, das mal hinzukriegen. Mal gucken, irgendwann mal, ne? Ich habe letztens erst aus einem Trash-Paket auch ein Augenbrauen-Gel rausgenommen. Das ist auch eine kleine Variante. Das ist halt für mich immer super, wenn es auch so kleinere Varianten davon gibt, die natürlich auf den Liter gerechnet oder aufs Gramm gerechnet viel, viel teurer sind. Aber um euch das zu zeigen, ist es halt immer eine ganz gute Sache. So, und dann kommt hier der Dust raus. Wunderschön. Ach, mag ich gerne leiden. Erinnert mich auch ein bisschen an das von Ofra. Dann habe ich hier von Iconic London mir den Bronzer auch endlich mal mitbestellt. Oh, der sah so schön aus. Eine Bratpfanne von Produkt. 17 Gramm sind hier drin. Also da kannst du dich und dein halbes Dorf mit bronzen wahrscheinlich. Das ist ein sehr schöner, kühler Ton. Also für mich tatsächlich auf den ersten Blick auch ein tolles, tolles Produkt. Gerade so als Zwischending zwischen Bronzer und Contour für mich richtig geil.
Freue ich mich sehr drüber. Und wenn ihr bei Lookfantastic bestellt, macht das super gerne über die Links in der Infobox, weil ich dadurch eine kleine Provision bekomme. Der Code ist für euch, ne? Also da, der ist nicht in dieser Provisionsgeschichte drin, der ist nicht affiliated, so nennt man das. Aber wenn ihr dann über die Links bestellt, das wäre ganz cool. Dann habe ich mir von Revolution den Lip Balm ausgesucht, Pout Balm. Da war ich sehr gespannt drauf. Ist jetzt die Farbe Rose Shine, weil die mich auch so ein bisschen an irgendwas erinnert haben, was man schon mal gesehen hat, wobei dieses Packaging natürlich recht günstig ist, ne? Sehr leicht, aber auch dieses Herausdrehbare, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Doch, das riecht schon ein bisschen minzig, also ich denke schon, dass es auch ein bisschen plumping sein wird, ne? Aber das probieren wir zusammen einfach mal aus, das Video müsste dann nächste Woche, denke ich mal, online kommen. Und dann habe ich mir noch ausgesucht von NARS Orgasm Foreplay, dieses Blush Quad. Und da habe ich mir gedacht, naja, der eine Ton sieht auch ein bisschen aus wie ein Highlighter. Mal gucken. Ist aber auf jeden Fall ein Blush Quad. Das sieht schon schön aus. Und das habe ich bei Jennys Highlight schon gesehen. Meine ich jedenfalls. Das sind alles Blush Lighter, ne? Sieht so aus und das ist wunderschön. Oh. Ich bin da sehr, sehr ehrfürchtig, ne? Muss ich wirklich sagen. Ich bin super glücklich, dass ich diese Möglichkeit der Kooperation habe, mit Lookfantastic dort eben zu arbeiten, weil das halt so hochwertige Produkte sind. Das ist schon krass, ne? Also schon richtig High-End und so. Und da kann man halt, ach, es macht mir einfach Spaß, dass ich das dann halt ausprobieren darf und dass es mein Job ist. Und das finde ich irgendwie total cool und ich bin euch mega dankbar und ihr seid einfach die geilsten. Prost! Ja, ist wirklich so. So, dann habe ich bestellt bei Pink Panda. Das ist ein witziges Gedönsen jetzt, denn ich habe für euch ja diese Pink Panda Unboxing-Geschichten auf Claudis bunter Welt hochgeladen. Und um dann die Preise und Links nochmal rauszusuchen, bin ich auf die Homepage und da habe ich gesehen, oh, die haben endlich die Essence Hydrogel Eye Patches in Stock. Die muss ich jetzt bestellen und zwar 4-mal. Habe ich gemacht. Finde ich großartig. Packt euch die in den Kühlschrank. Das sind 30 Paar hier drin. Und dann einfach morgens verwenden. Ey, das ist für ein Appel und ein Ei. Das ist ja fast Geschenk, ne? Wirklich krass. Und da habe ich einfach jetzt, wie ihr seht, zugeschlagen. Da habe ich jetzt dann quasi 4 Monate Augenpads, ne? Ja, ja, Claudi ist glücklich. Die kommen, wie gesagt, gleich in den Kühlschrank und dann kann ich die morgens drauf machen. Das ist einfach bestes Leben. Und dann vor allem so günstige, das ist großartig. So, dann habe ich mir das Maybelline Fit Me Matte and Poreless Powder bestellt in der Farbe 090 Translucent. Bin ich gespannt drauf, wie das so ist. Ich hatte das schon mal in gefärbt. Da hat mir das nicht ganz so gut gefallen. Aber jetzt in Translucent könnte das vielleicht was werden. Matt brauche ich im Sommer tatsächlich jetzt mittlerweile. Das hatte ich irgendwie noch nie. Das ist jetzt hormonell wahrscheinlich eine Umstellung von mir gewesen. Dass ich jetzt, oder es ist einfach sackenheiß, dass ich in der Stirn und also in der T-Zone halt wirklich nachöle. Was wirklich jetzt in der Kamera aussieht wie ein wundervoller Glow. Aber ich fühle mich so ein bisschen, als würde ich gleich jetzt zerfließen. Ja. Habe ich mir bestellt, fand ich interessant. Die Palette war auch bei den Neuheiten. Forever Flawless Digi Butterfly. Oh, ich weiß nicht, ist die neu? Es gab ja schon mal so eine Butterfly-Palette von Revolution. Aber die hier, da fällt gerade hier was raus, die ist schon hübsch, ne? Also wirklich schön. Und die ist kunterbunt. Auch die kommt zu den Paletten, wo ich euch einzelne Videos zu abdrehen werde. Die knallt schon, ne? Die knallt wirklich. Da hätte ich auch genau den Look, den ich gerade trage, mit schminken können. Ja, das könnte auf jeden Fall was werden mit uns. Und ja, ich freue mich drauf. Ich sag's, wie es ist. Dann konnte man sich diese Summer Black Friday Mystery Bag mit in den Warenkorb packen, ab einem gewissen Bestellwert. Und dann waren 3 Produkte da drin. Die werden aber alle verlost, also demnächst in Verlosungspakete kommen. Das Cloud Elixier von XX Revolution Dew Serum. Das soll so ein Weichzeichner-Gedönsen machen, was per se ja ganz schön ist. Aber ja, brauche ich jetzt nicht explizit. Das sieht wirklich hübsch aus. Erinnert mich auch wirklich an den ein oder anderen Shimmer-Primer. Zum Beispiel How Cosmetics das Pearl Shine Elixier. Wobei hier auch wirklich grober Glitzer mit drin ist und blauer Glitzer vor allem. Wow. Nee, hochwertige Verpackung bei Glas und sieht hübsch aus und so weiter. Aber das ist nicht ganz so mein Vibe. Dann habe ich hier auch noch von einer Marke, die ich so nicht kenne, NAM Brow Ridge Definer. Wahrscheinlich Augenbrauen, oder? Wahrscheinlich so ein Augenbrauen-Highlight-Gedönsen. Cruelty-free und vegan, das ist dieser hier. Da hast du 2 verschiedene Farben an den Enden. Ja, ist jetzt auch nicht so meins, ne? Weil ich halt das in Lidschattenpaletten mache. Dann habe ich hier die Glow Lights-Palette. Eine Face-Palette von
Revolution? Ja, Revolution. Ja, Bronzer Highlighter, das wird auch weiter wandern. Da brauche ich jetzt so nicht, habe ich nicht so Bedarf dran. Aber es war halt mit dabei, habe ich mit reingepackt, bums, fertig aus. Fand ich schön. Dann war ich bei Rossmann, weil ich war ja scharf auf diese, wie heißt sie eigentlich? Wild Escape von Catrice Limited Edition. Die habe ich mir jetzt gegönnt und zwar exzessiv. Einmal die Lidschattenpalette, die finde ich so schön. Schwierig in der Aufbewahrung, aber so schön. Dieses Blau in der Mitte. Mir fehlt ein heller Schimmerton, egal. Das muss ich einfach mal ausprobieren, ne? Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Da bin ich echt gespannt drauf. Vor allem, damit kann ich halt so meine typischen Nude oben und dann an der Wasser hier unten, wie heißt das, Unterwimpernkranz, ein bisschen blau oder sowas machen. Ist schon interessant. Und die sieht halt auch richtig hübsch aus vom Verpackungsdesign, ne? Ich meine, jedes Jahr bringt Catrice ja sowas raus und jedes Jahr ist es total schön und das habe ich auch irgendwie von den letzten Jahren alle da. Egal. Dann habe ich mir auch noch die Catrice Glam & Doll Volume Mini Mascara mitgenommen. 1001 Black. Die finde ich super fürs Verreisen, weil ich mag so gerne die Glam & Doll oder für die Handtasche oder so. Das scheint aber nicht die Waterproof-Variante zu sein. Das finde ich ganz interessant. Du hast nämlich das Bürstchen von der Glam & Doll Waterproof Mascara. Aber es ist nicht die Waterproof-Mascara, sonst würde da ja Waterproof beistehen. Oder sehe ich das irgendwie verkehrt? Das ist ein kegelförmiges Gummibürstchen, wie wir das halt so kennen und lieben, ne? Die brauche ich. Die wird verwendet. Dann habe ich mir auch noch die drei Lippies mitgenommen. Also alle drei Farben waren dort bei mir auch noch verfügbar. Das sind auch so herausdrehbare Gel-Dinger, wie wir das eben auch bei der Revolution-Geschichte hatten, ne? Das wird auch nur einen Hint of Tint geben auf den Lippen, aber ich finde das schön. Also das wird zum Beispiel jetzt richtig gut auch passen zu meinem orangenen Kleid, was ich übrigens in Corfu gekauft habe. Kann ich euch leider nicht verlinken. Das war in so einer Boutique, in so einem Shop halt irgendwie, ne? Und dann noch so ein bisschen, also das wird schön. Das wird schön. Damit kann ich gut was anfangen. Ja, und dann war ich ganz erstaunt, denn eigentlich ist unser Rossmann auch immer so ein bisschen total weit hinten dran, wie wir ja bei der Exotic Tropic LE gemerkt haben. Aber diese Riva Loves Me Geschichte, Tropicana, die war schon da. Nail Polish, wunderschöne Farbe. Irgendwas war auch nicht mehr da. Ich weiß aber jetzt gerade echt nicht was. Auf jeden Fall habe ich diese Farbe mitgenommen, mochte ich gerne leiden. Bitte Unterlag verwenden, will wahrscheinlich auch implizieren, dass das gegebenenfalls den Nagel einfärben könnte, was Altera Nagellacke bei mir machen. Dann sieht das immer so gelb aus. Dann gab es dazu auch noch den Lip Balm. Das war alles noch so neu und oh, unangetastet, als wäre das gerade erst reingeräumt worden. Oh, das riecht auch richtig angenehm nach Erdbeere oder so. Ja, das mag ich schon ganz gerne. Und dann habe ich mir auch mitgenommen die beiden Augenstifte. Einmal in so einem Blau und in einem richtig schönen Fuchsia Pink. Und das sind welche, die kannst du halt hochdrehen, ne? So Gelstifte. Hier unten kannst du drehen und dann geht es nach oben eigentlich. Er will aber gerade nicht. Doch, jetzt will er. Ich wollte schon sagen, das wäre jetzt bitter. Naja, aber gut, ja, das finde ich auf jeden Fall nice. Ich bin ja eigentlich kein Fan von Kajalstiften, aber die mussten mit, weil ich einfach interessiert bin. Auch hier Blush und Highlighter. Das fand ich auch so interessant. Oh, Rival Loves Me kann einfach Highlighter und Blush, ne? Aber auch diese Bronzer. Und jetzt haben die, weil der Bronzer ja wahrscheinlich im Standardsortiment ist, die Limited Edition Highlighter und Blush-Geschichte rausgebracht, die wir sonst ja auch so kennen. Was? Wie kompliziert, Claudi? Egal. Ihr seht, was ich hier... Oh Gott, was mache ich denn hier eigentlich? Ja, und da wollte ich halt noch mal vergleichen, ob das halt auch wirklich mit dem übereinstimmt, was ich so damals auch in LEs drin hatte. Diese Traveler LE war das einmal und nochmal irgendwie auch so eine Tropicana von Rival de Loup Young habe ich nämlich da noch was. Dann habe ich natürlich auch die Lidschattenpalette mitgenommen. Die ist richtig cool, weil die halt so bunt ist, ne? Ich mag bunte Paletten. Ich habe so viele bunte Paletten, aber ich mag sie auch einfach sehr, sehr gerne. Wir haben tolle blaue Abstufungen hier drin mit sogar so einem richtigen schönen lila-blau, was ich jetzt auch gerade so als Nagellack habe. Das kommt aus der Catrice Limited Edition aus Ostern letztes Jahr. Pink haben wir mit dabei, Grünabstufungen, die ich richtig toll finde, haben wir mit dabei.
Richtig cool. Wobei die eigentlich das Rot mit dem Grün hätten tauschen sollen. Das ist so ein bisschen out of order. Egal. Ich finde es wunderschön. Ich mag das gerne leiden. Und das schreit für mich halt auch einfach nach einem schönen, bunten Look. Und dann habe ich noch ein bisschen was bei Sephora bestellt. Ich habe das oft, dass ich dann irgendwie nachts im Bett liege, nicht pennen kann. Keine Ahnung. Sollte ich eigentlich ein Buch lesen? Ich weiß. Aber ich gucke dann immer so nach Neuheiten. Was gibt es so? Und ja, da habe ich dann bei Sephora was gefunden. Es gab irgendwie auch Rabatte und da musste ich was mitnehmen. Ist klar. Dior Backstage Face and Body Foundation habe ich tatsächlich mir jetzt gekauft. 50 ml sind hier drin. 1C ist die Farbe. Es ist sehr, sehr teuer und ich habe euch just gerade ein Video abgedreht, wo ich meine ganzen High-End Foundations getestet habe und habe jetzt schon wieder so viele hier. Aber hier sieht die perfekt aus, die Farbe, ne? Oh. Richtig genial, habe ich extrem Bock drauf. Da habe ich mir einfach gegönnt. Ja, Glowish bei Huda Beauty Bright Light Sheer Concealer. 10,5 ml sind hier drin. Das ist vielleicht das Argument, weswegen ich mir sagen könnte, der ist so teuer, weil so viel drin ist. In der Farbe 1.5 Fair Cool. Auch das ist halt voll passend. Ich bin halt neutral bis kühl vom Hautunterton her. Das sieht schon gut aus hier, ne? Oh. Ihr seht, es läuft auf diverse Schminkis hinaus hier, ne? Also das kann man nicht anders sagen. Und dann habe ich auch noch von Fenty Beauty eine Mascara mitgenommen. Das ist eine neue, heller, thick, volumizing Mascara, 10 ml. Auch hier kann ich mich mit dem Inhalt natürlich ein bisschen retten. Curzon Black. Ja, ich weiß, ich weiß. Die sieht einfach großartig aus. Also diese Verpackung, ne? Ich weiß nicht, Fenty Beauty catcht mich jetzt nicht grundsätzlich. Die haben das ein oder andere Produkt, was ich wirklich feiere und was ich sehr, sehr schön finde, wie auch die Foundation zum Beispiel. Aber, oh, du siehst ja fancy aus. Guck mal, zack, einmal so zur Seite abgeknickt. Aber das ist cool, weil dann kannst du deine Wimpern so oder so tuschen, je nachdem, wie du das halt so handhabst. Das ist auch so eine Art Kegelbürstchen, aber es ist ein Kunstfaserbürstchen. Riecht schon intensiv. Nach Mascara, ne? Aber bin ich auch super gespannt drauf. Ja, also ihr seht, ich bin hier wieder ein bisschen durchgehetzt. Es tut mir mega leid, aber ich möchte euch auch nicht allzu viel Zeit rauben, sage ich jetzt einfach mal. Ja, ne? Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Produkte hieraus euch am meisten interessieren würden. Und auf jeden Fall Look Fantastic Schminky kommen. Zu den einzelnen Paletten findet ihr in Claudis bunter Welt Sachen. Und vor allem zu Limited Editions kann ich da ein bisschen schneller reagieren. Und ansonsten habe ich noch das ein oder andere weitere Schminke in Planung. Ach du meine Güte, ich habe so viel vor. Ihr Lieben, ich hoffe, dass es euch hier gefallen hat. Wenn dem so ist, wenn dem so ist, lasst mir doch einfach super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben. Nein, ich verlinke dir irgendwas. Ja, du findest dich schon zurecht. Auch Claudis bunte Welt habe ich dir verlinkt, ne? Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.